Hallo und herzlich willkommen zu unseren Nolte Küchen Montage Videos. Heute zeige ich euch, worauf zu achten ist bei einem flächenbündigen Einbau für Kochfelder. Wir haben hier ein kleines Muster vorbereitet, in dem wir zeigen, wie die Platte beim Monteur ankommt. Das heißt, im Werk fräsen wir unter die Resopalschicht, dann wird das Ganze ausgefüllt mit Epoxidharz und letztendlich auf das Maß des Kochfeldes ausgefräst. Wir haben so eine hundertprozentige Dichtigkeit. Der Monteur muss letztendlich dann nur noch den Kern ausfräsen und kann das Kochfeld einsetzen. Hierzu liefern wir Distanzplättchen mit, wo der Monteur das Kochfeld in der Höhe anpassen kann. Bei einem Kochfeld sagen wir tendenziell etwas über die Arbeitsplatte, damit wir beim Verrutschen eines Topfes nicht in direkte Berührung mit der Oberfläche kommen. Wichtig ist, dass der Monteur das Kochfeld nicht in ein Silikonbett legt, sondern nur am Ende diese dünne Silikonfuge zieht. Gut zu wissen ist auch, diese kann zwischen 2 und 3 mm Toleranz variieren. Vielen Dank, wir sehen uns im nächsten Nolte Küchenmontage-Video.